Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und mir ein paar Fragen beantworten. Also, Sie waren viele Jahre lang Bundespräsident. Was macht denn der Bundespräsident? Ja, weißt du, Charlotte, wenn eine Gruppe von Menschen zusammenlebt, dann ist es zweckmäßig, dass jemand für diese Gruppe sprechen kann oder Verantwortung trägt. Sogar in einer Familie spricht man vom Familienoberhaupt oder in einer Gemeinde gibt es einen Bürgermeister, in einem Verein gibt es einen Vereinspräsident und in einem Staat hat es früher Könige oder Kaiser gegeben, die an der Spitze gestanden sind und in einer Republik ist das ein Präsident, in Österreich heißt das Bundespräsident und der vertritt diesen Staat, der kann im Namen dieses Staates sprechen und der erfüllt die Aufgaben, die in einer Verfassung festgelegt sind. Also die Verfassung enthält die Spielregeln dieses Staates und somit trägt er ein hohes Maß an Verantwortung unter dem Titel Bundespräsident. Wie sieht der übliche Tag eines Bundespräsidenten aus? Weißt du, üblicher Tag, das kann ich gar nicht so akzeptieren, weil jeder Tag ist anders. Aber der Bundespräsident hat ein Büro, das ist die Hofburg. Er hat Mitarbeiter, er hat viel zu tun. Das heißt, er ist gut beraten, wenn er ordentlich in der Früh ins Büro kommt und mit seinen Aufgaben beginnt. Die erfüllt er zum Teil hier in der Hofburg, zum Teil auch im Ausland, wenn er im Ausland unterwegs ist. Aber was sehr oft vorkommt, ist, dass man mal in der Früh sich informieren lässt von Mitarbeitern, was sich getan hat, dass man dann Schriftstücke vorgelegt bekommt, wo Entscheidungen zu treffen sind, dass man mit anderen Funktionären des Staates, vielleicht Ministern, vielleicht Gewerkschaftern, vielleicht Rektoren, vielleicht Diplomaten zusammentrifft und Probleme bespricht. Oft wird das Mittagessen benutzt, um mit einer Gruppe von Leuten zusammenzutreffen, eine Frage zu diskutieren. Manche Aufgaben erfüllt man außerhalb der Hofburg, indem man in den Bundesländern unterwegs ist oder indem man ein anderes Ministerium besucht oder mit Diplomaten zusammentrifft. Und auch am Abend gibt es dann oft noch Verpflichtungen. Das muss ja nicht der Opernball sein, der nur einmal im Jahr stattfindet oder ein Konzert der Philharmoniker. Das kann auch ein Besuch einer Gemeinde sein. Also der Terminkalender ist ziemlich ausgefüllt und auf Auslandsreisen habe ich schon verwiesen. Okay. Wie wird man denn überhaupt Politiker oder Politikerin? Das ist eine gute Frage, weil das ist ja kein Beruf, so wie Bäcker oder Schneider oder Lokomotivführer, sondern in einer Demokratie sollen sich möglichst viele Leute für Politik interessieren und vielleicht auch politisch tätig sein, sich zu politischen Fragen äußern. Und wenn man das sehr intensiv macht, dann kann man auch eine politische Funktion übernehmen in einer Gemeinschaft, in einer Partei, in einer Organisation und ist noch immer nicht Politiker. Aber wenn man das so konzentriert betreibt, dass man das ganztägig und vollberuflich betreibt, dann, glaube ich, kann man von einem Politiker oder einer Politikerin sprechen. Und das ist häufig dann der Fall, wenn man zum Beispiel ein Stadtrat in einer Stadt ist oder wenn man hauptberuflich Mitglied des Nationalrats ist, auf jeden Fall, wenn man Minister ist. Und beim Bundespräsident ist es so, dass da in der Verfassung steht, er darf keinen anderen Beruf haben, er muss sich auf die Politik konzentrieren. Und daher ist der Bundespräsident sicher ein Politiker im vollen und im besten Sinn des Wortes. Warum haben Politikerinnen und Politiker in der Öffentlichkeit oft einen schlechten Ruf? Ja, das ist ein Pech, wenn man das hat und da ist man vielleicht zum Teil auch selber schuld. Aber ich muss eines dazu sagen.
In einer Demokratie gibt es unterschiedliche politische Meinungen. Und das ist wichtig, dass es da einen Pluralismus gibt. Die einen sehen ein Problem von der einen Seite, die anderen sehen es ein bisschen anders. Die einen sind Arbeitgeber, die anderen sind Arbeitnehmer. Die einen sind an bestimmten ökologischen Themen interessiert, die anderen sind an bestimmten wirtschaftlichen Themen interessiert. Und da muss es einen Diskussionsprozess geben. Da müssen die verschiedenen Meinungen ausgetauscht werden und aufeinandertreffen. Dazu ist aber Disziplin notwendig und Fairness und die Fähigkeit, andere Meinungen zu akzeptieren. Und wenn das nicht ausreichend vorhanden ist und die unterschiedlichen Meinungen einfach nur als permanenter Konflikt, als Streit ausgetragen werden, dann entsteht allenfalls ein schlechtes Bild, obwohl ich dir gegenüber, Charlotte, und auch allen anderen gegenüber sagen möchte, unterschiedliche Meinungen und temperamentvoll ausgetragene unterschiedliche Meinungen gehören irgendwie zur Demokratie dazu. Nur wenn es unfair wird, unsachlich, brutal, unanständig, das müssen wir verhindern, dagegen müssen wir uns aussprechen. Aber der Pluralismus der Meinungen, der unterschiedlichen Auffassungen, das ist eine gute Sache für die Demokratie, damit dann die beste Meinung sich durchsetzen kann. Man sagt, Politikerinnen und Politiker streiten viel miteinander. Ist das so und ist das gut oder schlecht? Naja, ein bisschen haben wir ja gerade drüber geredet. Diskutieren ist gut, streiten ist an der Grenze und brutal streiten, das müssen wir vermeiden. Das gehört, das ist so wie im Sport. Der harte Wettkampf ist okay, das Foul, da ist der Schiedsrichter, der da eingreift. Und in der Demokratie ist der Schiedsrichter die Bevölkerung, die den Politiker beurteilt, die sagt, der gefällt mir, der hat vernünftige Ansichten, der vertritt sie in einer überzeugenden, sympathischen Weise. Oder der glaubt immer nur, er weiß alles besser oder die weiß alles besser und der ist unfair. Also die Konfrontation der Meinungen ist nichts Schlechtes, aber Unfairness, Brutalität, Unwahrheit oder eben unlautere Mittel, die sollen die Wählerinnen und Wähler, die Bevölkerung registrieren und die gelbe Karte zeigen, indem sie bei der Wahl das berücksichtigen. Was ist der Unterschied zwischen dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten? Na, dieser Unterschied steht ganz genau in der Verfassung. Das ist ein Teil unseres politischen, demokratischen, republikanischen Systems, dass wir ein Staatsoberhaupt haben, das ist der Bundespräsident, und dass wir in der Regierung einen Vorsitzenden der Regierung haben, das ist der Bundeskanzler. Und die Aufgaben zwischen dem Bundespräsidenten einerseits, der den Staat repräsentiert, und dem Bundeskanzler, der vom Bundespräsidenten ernannt wird, aufgrund einer Wählerentscheidung und der die Regierung leitet, das ist in der Verfassung festgelegt. Und die Regierung besteht wiederum aus Bundesministern und Staatssekretären und jeder Minister verwaltet ein Ministerium und du weißt ja, da gibt es ein Innenministerium, ein Außenministerium, ein Finanzministerium, ein Sozialministerium, ein Unterrichtsministerium, wo halt die verschiedenen Aufgaben, die im Staat auf Bundesebene erledigt werden müssen, beheimatet sind. Und dann gibt es noch die Bundesländer in die einzelnen Regionen und innerhalb der Bundesländer die Gemeinden. Das ist wie ein Christbaum, ein buntes Bild mit einem Bundespräsidenten an der Spitze, mit dem Bundeskanzler, der die Regierung leitet und allen anderen Einheiten, die in unserer Verfassung beschrieben werden. Sie waren auch Nationalratspräsident. Was unterscheidet den Nationalratspräsidenten vom Bundespräsidenten? Was du alles weißt. Also, wir haben gesprochen Bundespräsident und Bundesregierung. Und die Regierung erfüllt
Aufgaben zur Administration, zur Verwaltung. Aber dafür braucht sie Grundlagen, Spielregeln. Und diese Spielregeln nennt man Gesetze. Und wenn du mich fragst, wie die Gesetze zustande kommen, dann antworte ich, die macht sich nicht die Regierung selber, sondern da gibt es ein Gremium, das wird gewählt von der Bevölkerung und setzt sich aus den gewählten Abgeordneten zusammen. Und dieses Gremium nennt man Nationalrat, der die Gesetze macht. Und an der Spitze des Nationalrats steht der Nationalratspräsident oder die Präsidentin, die von den Mitgliedern des Nationalrats gewählt wird. Und der Unterschied zwischen Bundespräsident und Nationalratspräsident ist, dass der eine als Staatsoberhaupt Aufgaben der Verfassung erfüllt und dem anderen, dem Nationalratspräsident oder der Präsidentin, von der Verfassung vorgeschrieben ist, wie er das gewählte Gremium namens Nationalrat leitet, führt den Vorsitz, er organisiert die Arbeit im Nationalrat und das sind zwei ganz verschiedene Arbeitsbereiche. Außerdem waren Sie auch Bundesminister. Was macht ein solcher? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, welcher Bundesminister, weil der Bundesminister, der Außenminister hat ganz andere Aufgaben als, sagen wir, der Wissenschaftsminister. Aber ich habe dir schon gesagt, dass es eine Bundesregierung gibt, die die Aufgabe hat, die Gesetze zu vollziehen, die Gesetze durchzuführen, die vom Nationalrat und Bundesrat, das ist das Parlament, beschlossen werden. Und das Exekutivorgan, das diese Gesetze ausübt oder ausführt, ist ein Minister an der Spitze eines Ministeriums. Und die Summe der Minister ist die Bundesregierung und an der Spitze der Bundesregierung steht der Bundeskanzler. Und wenn du mich fragst, was ist die Aufgabe des Unterrichtsministers, der ist dafür zuständig, dass die Schulen in Österreich ordentlich funktionieren. Und wenn du mich fragst, was ist der Sozialminister, seine Aufgabe ist, dass das System der sozialen Sicherheit und der sozialen Gerechtigkeit in Österreich funktioniert und Armut bekämpft wird. Und wenn du mich fragst, was die Aufgabe des Innenministers ist, dann sage ich, der hat dafür zu sorgen, und zwar mit Hilfe der Polizei, dass in Österreich jeder Österreicher und jede Österreicherin möglichst sicher leben kann und dass das öffentliche und das private Leben reibungslos funktionieren kann. Viele Jahre lang waren Sie Abgeordneter zum Nationalrat. Was ist das wiederum? Ein kleines bisschen haben wir schon drüber gesprochen, nämlich du hast mich gefragt nach der Funktion des Nationalratspräsidenten oder Parlamentspräsidenten. Der Präsident des Parlaments, des Nationalrats, ist also der Vorsitzende des Gremiums der gewählten Abgeordneten. Wir haben derzeit in Österreich 183 Abgeordnete. Bis vor einigen Jahrzehnten waren es 165, das ist jetzt auf 183 erhöht worden. Und jeder einzelne Abgeordnete, ohne Ausnahme, muss sich einer Wahl stellen. Und wenn er diese Wahl gewinnt, das heißt, wenn er in dem Wahlkreis, in dem er aufgestellt ist, auf seine Parteiliste genügend Stimmen entfallen, dann ist der befugt und verpflichtet, seinen Wahlkreis im Parlament zu vertreten. Das heißt, als eines der 183 Mitglieder des Nationalrates tätig zu sein, an der Gesetzgebung zu arbeiten, die Aufgaben der Kontrolle, die das Parlament hat, wahrzunehmen, auch repräsentative Aufgaben im Namen seiner Wählerschaft zu erfüllen und dann vielleicht sein Spezialgebiet zu betreuen. Weil es gibt wiederum, so wie es in der Regierung verschiedene Ministerien gibt, Minister gibt, gibt es im Parlament unterschiedliche Themen, die bearbeitet werden und da konzentriert sich einer auf die Außenpolitik und einer auf die Sozialpolitik und einer auf die Schule. Aber als Gruppe beschließen sie gemeinsam nach dem Mehrheitsprinzip die Gesetze und es wird darauf geachtet, dass auch die Minderheit gewisse Rechte hat
und gewisse Verantwortungen hat. Klingt sehr kompliziert, ist aber ein System, das sich sehr bewährt hat und das funktioniert in Österreich so ähnlich wie in Deutschland oder wie in der Schweiz oder wie in Schweden, bei allen Unterschieden, die es gibt, weil das Schweizer Parlament ist ein bisschen anders als das österreichische und die Schweizer Verfassung ein bisschen anders als die österreichische. Aber wir alle sind Demokratien und wir wollen auch Demokratien bleiben und wir werden es auch bleiben. Sie sind auch Mitglied einer Partei, nämlich der SPÖ. Kann man aber auch Politikerin oder Politiker werden, ohne einer Partei anzugehören? Also die Verfassung sagt Ja zu deiner Frage. In der Verfassung steht nicht, dass du nur Minister sein kannst, wenn du einer Partei angehörst oder nur Landeshauptmann sein kannst. Beim Bundespräsidenten ist es sogar so, dass jemand, der einer Partei angehört und zum Bundespräsidenten gewählt wird, seine Parteimitgliedschaft niederlegt oder ruhen stellt, weil er will damit demonstrieren, ich bin der Bundespräsident für alle Österreicher oder die Bundespräsidentin für alle Österreicherinnen und Österreicher. Ich beende jetzt meine speziellen Beziehungen oder meine Mitgliedschaft zu einer Partei. In einer Regierung ist es anders. Ein Regierungsmitglied wird häufig auch Mitglied einer Partei sein, weil ja auch die politischen Parteien im Parlament einen großen Einfluss darauf haben, wie sich die Regierung zusammensetzt. Aber es kommt immer wieder vor, dass jemand zu einem Minister oder einer Ministerin ernannt wird, ohne einer Partei anzugehören. Und ich würde sogar sagen, dass in den letzten 50 Jahren sich diese Tendenz verstärkt hat. Also vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren ist es ganz selten vorgekommen, dass ein Minister keiner Partei angehört hat. Hier und da war das beim Justizminister der Fall. Heute ist das schon etwas häufiger der Fall, aber da die Parteien bei der Gestaltung des politischen Lebens eine wichtige Rolle spielen und da eine Demokratie geradezu darauf beruht, dass es eine Vielzahl von politischen Meinungen und daher auch von politischen Parteien gibt, wirst du auch feststellen können, dass die Mehrzahl der Mitglieder einer Bundesregierung auch Mitglieder einer politischen Partei sind. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und danke für deine Fragen. Alles Gute in der Schule. Dankeschön.